Hallo Leute, heute habe ich für euch mal eine tolle News mal aufgesammelt. Der Mann, der nennt sich John Cronin, der wohnt in einem wunderschönen Bundesland New York. Und der ist 21 Jahre alt und hat das Down-Syndrom. Und der hat selber mit seiner Familie ein Startup gegründet. Und damit hat er schon mehrere Millionen Euro verdient. Wie gesagt, er hat das Down-Syndrom, ist ja eine Krankheit, eine geistige Behinderung in dem Fall. Und der ist 21 Jahre alt, der John Cronin, und er hat mit seiner Familie mehr Projekte aufgezogen. Die wollen gerne ein Startup gründen und da haben die überlegt, was können die so machen. Die hatte mehrere Ideen und Vorschläge gehabt und gesammelt. Die wurden alle wieder verworfen. Und dann hat der John Cronin überlegt, ja, man könnte Socke verkaufen. Der John Cronin rennt ja immer mit bunte, kunterbunte Socke rum und seine Motive hat er selber gemacht und diese Socke werde jetzt in seinem Startup verkauft und damit hat er schon mehrere Millionen Euro verdient. Ist auf jeden Fall mal klasse, dass sowas überhaupt möglich ist, weil wenn man sich mal vorstellen tut, in Deutschland zum Beispiel wäre sowas nie möglich. Da müssen wir uns mit so einem Bundesteilhabegesetz rumprügeln und rumärgern. Und man sieht damit deutlich, dass dem Bundesland Amerika oder USA, also in dem Fall New York, dort schon wesentlich weiter ist und auch deutlich anders umgegangen werde mit Menschen, die ein Handicap haben oder eine Behinderung. Das sieht man daran deutlich, dass er damit einfach Millionen verdient. Und dafür noch hat er Down-Syndrom. In Deutschland zum Beispiel wäre dies auf jeden Fall nicht ganz so möglich. Könnt ihr gerne mal eure Meinung darüber in die Kommentare gerne mal schildern. Die Webseite, wenn ihr euch darüber gerne noch mehr informieren wollt, werde ich mal für euch einfach unten mal in Quelle unten verlinken. Könnt ihr gerne mal reinschauen. Und auf jeden Fall findet dieser Punkt auf jeden Fall richtig klasse, dass so eine Youth-Seite, sag ich mal, über einen Junge berichtet, der eine Behinderung hat und sag ich mal, so kommt man in die Gesellschaft auch wesentlich weiter, das Ganze bekannter zu machen, dass das Ganze vielleicht sogar irgendwann nach Deutschland rüberschwappen tut, dass Menschen mit Behinderung oder Handicap in Deutschland zum Beispiel oder andere Bundesländer mehr anerkannt wird, weil in Deutschland ist ja ganz oft so, Menschen mit Behinderung werden immer massiv angeguckt und das finde ich natürlich, ist natürlich gar nicht okay. Und wie ich soeben schon gesagt, ist auf jeden Fall das Bundesland Amerika oder USA, wo er eben New York liegen tut, auf jeden Fall wesentlich weiter. Und gerne mal in die Kommentare rein, wie denn ihr das Thema denn so findet. Falls ihr noch weitere Themen, Vorschläge habt für meine weiteren Videos, könnt ihr gerne die Kommentare da lassen, worüber ich noch reden soll oder für was euch noch interessieren tut. Vielleicht kennt ihr eine Seite, die noch eine andere News-Seite über Behinderung verbreitet hat. Könnt ihr gerne mal die Seite in die Kommentare gerne mal reinschreiben und da werde ich mir auch gerne mal angucken und da kommt dafür eventuell sogar ein Video. Auf jeden Fall am Ende von diesem Video könnt ihr das Video gerne noch liken, gebt dafür einen Daumen nach oben und falls ihr neu auf meinem Kanal sein solltet, könnt ihr gerne mal der Abo-Button klicken und auch gerne mal für keine weiteren Videos mehr zu verpassen, gerne mal die Glocke aktivieren, dass ihr wirklich jede Inhalt von meinen Videos angezeigt bekommt. Da sage ich mal, am Ende von dem Video könnt ihr das gerne noch teilen oder auf jeden Fall ein riesen Respekt an den Junge, der diese Down-Syndrom-Erkrankung hat und damit schon mehrere Millionen verdient hat. Ich wünschte, ich käme auf die Idee, aber gut, leider hat der die Idee bekommen. Auf jeden Fall finde ich dies natürlich sehr, sehr gut, dass er dies verbreitet hat und dies auch vermarktet hat. Und er hat sogar auch 10 Mitarbeiter mit Menschen mit Handicap eingestellt und 5 davon Menschen mit ohne ein Handicap. Auf jeden Fall riesiges Respekt davon an meiner Seite aus. Dann sage ich mal, wir sehen uns bei dem nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute, und haut rein.